Herzlich willkommen zurück zu The Long Dark. Jo, was machen wir? Wir sind hier in einem Schneesturm. Nach wie vor. Haben jetzt extremen Flüssigkeitsmangel. Sind also gezwungen weiterzugehen. Wir haben uns wieder aufgewärmt. Das heißt wirklich, unser einziges Problem ist der Flüssigkeitsmangel. Unser einziges und größtes Problem. So, das müssen wir jetzt angehen. Hat es gerade Flüssigkeit gebracht? Aha. Wenn das hier Flüssigkeit bringt, dann ziehe ich mir da nochmal was rein. Gut. Wir haben jetzt kein Flüssigkeitsproblem mehr, wir müssen aber trotzdem weiter. Der Schneesturm hat aufgehört. Also, wenn nicht jetzt, wann dann? So, also folgender Plan, wir gehen jetzt rüber zu dieser Butze, die im Startbildschirm ist. Und da müsste es unterwegs noch so einen See geben. Mit so einer Försterhütte. Da gehen wir auch noch dran vorbei. Und von dort aus geht's dann wieder zurück zur Base. Soweit der Plan. Die Umsetzung ist weitaus schwieriger. Haben wir unsere Kleidung wieder angezogen? Wir hatten es ja gar nicht aus. Wir haben ja nur ganz kurz geschlafen. Wir wollen ja wieder wegkommen. 6 Stunden. Okay, also der halbe Tag ist rum. Mit diesem Schneesturm. Hat uns viel Zeit gekostet. Wir sind zum Glück noch relativ fit unterwegs. Zum Glück. Wir haben ja genügend zu trinken gefunden. Und unser Essen hat auch noch ein bisschen Flüssigkeit. Das war dann jetzt gerade doch noch unsere Rettung. Ich bin mal gespannt, wenn wir dann mal ganz auf Rohstoffe, also auf die 3 Hauptrohstoffe, ja, Wasser, Fleisch, Holz umstellen müssen. Dann wird es interessant. So, und ich muss jetzt hier höllisch aufpassen. Sonst war ich die längste Zeit fit. Gut. So. Natürlich weiß ich jetzt nicht mehr genau, in welcher Richtung von hier aus dann dieses große Haus war. Würde ich dies wissen, hätte ich einen extrem großen Vorteil. Tja. Namenloser Teich. Da ist ein Reh, dort ist ein Reh. Beide wirken sehr ruhig, beziehungsweise das eine ist jetzt wegen mir weggelaufen. So, da haben wir diesen Ausguck, der eigentlich verdammt mickrig ist. Einfach mal jeder mal rum. Mir soll es recht sein. Ein Survival-Bogen. Oi. Also hier können wir dann praktisch Eliops Viecher abschießen. Ich gehe jetzt hier mal geradeaus. Weiß nicht, ob das richtig ist. Sehen wir dann. Hinten ist diese natürliche, die natürliche Steinwand. Da kann ich mich, glaube ich, dran erinnern. Irgendwas in die Richtung war da. Das ist halt auch schon wieder
eine Woche her oder so. Genau, das heißt, wir gehen jetzt da hinten rum, wo uns das Spiel praktisch ganz automatisch hinleiten will. Ich hoffe mal, dass in der anderen Richtung gar nichts ist. Ich muss vielleicht doch mal noch eine Karte runterladen und genauer studieren. Das ist vielleicht doch besser und dann abhaken. Genau. Die Wand hier war doch das Problem und dann habe ich damals noch gesagt, wenn ich jetzt hier drüber gehe und da drüben ist nichts, dann haben wir ein Problem, weil wir uns diesen Hügel hochgequält haben. Genau, so war das. Heißt, ich quäle mir jetzt diesen Hügel wieder hoch. Ich glaube, diese Hügel, nicht die ganz hohen, aber ich glaube, diese Hügel trennen so ein bisschen die einzelnen Spots voneinander. Ja, dass wir überladen sind, ist nicht gut, aber es ist so. Das ist ein Zweig, ne? Ja. Genau so war das. Und hier drüben müsste dann... Genau. Noch leben hier beide Rehe. Das war aber nicht immer so. Das heißt, der Wolf, der hier vielleicht irgendwann mal langkommt, war noch nicht hier. Er kommt also noch. Könnte man jetzt aus der Beobachtung schließen. Oder es stimmt nicht und da hinten liegt schon ein totes Reh und es sind einfach nur die zwei, die hier noch rumlatschen. Das können wir kurz abchecken. Generell ist der Spot hier sehr schön. Gefällt mir. Warum rennt er jetzt zurück? Macht er das zum Spaß? Ne, hier unten liegt immer ein totes Tier. Glaube ich zumindest. Ach, hier oben gibt's... Oh. Hey, wir haben ein... Eher ernsthaft? Mit einem Beil? Ist das effizient? Oh ja. Wie auch immer. Too much stuff to carry. Was? Ach ja, zoll nicht rum. Too much stuff to carry. Bist ein Mann. Ein Mann, der Flüssigkeitsmangel hat. Und dagegen können wir, glaube ich, jetzt im Moment nichts tun. Da muss ich kurz hochlatschen. Also in dieser Sekunde können wir, glaube ich, nichts dagegen tun. Beziehungsweise mal sehen, was wir im Haus finden. Wenn wir jetzt nichts zu trinken finden, haben wir ein Problem. Hier gibt es nämlich kein Eisloch. Das heißt, dieses Haus hier taugt eigentlich gar nichts als längerer Standard. Man muss schon wieder hintergehen zum See, denn... Ach so, man könnte Wasser auch mit Schnee... Okay. Stimmt. Gut, dann wird es natürlich wieder gehen. Wenn man das beachtet. Gibt es jetzt eigentlich zwei Türen? Nee. So, herein spaziert in die gute Stube. Oha, wir waren auch schon wieder nah am Erfrieren. Richtig, zu trinken hatten wir nichts dabei. Das habe ich richtig in Erinnerung gehabt. Oh, ein Kanister. Ich frage mich, ob man da später auch Schnee reintun kann. Huch. Geil, nochmal so ein Pack. Haha. Die können wir gleich mal mampfen. Ja. Kriegen wir gleich Flüssigkeit.
Ich hoffe, wir brauchen so viel Kalorien gerade. Ja, geht. Ich meine, übers Essen zu trinken funktioniert auf... funktioniert auf Dauer natürlich auch nicht. Das ist mir schon klar. Wow, Kaffee haben wir mittlerweile schon einiges. Näset. Da waren wir noch nicht. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, 2 Getränkedosen. Das ist nicht viel. Aber besser wie gar nichts. Reg dich mal nicht auf, wir laden dich klein ein bisschen ab. Jo, jetzt haben wir hier einmal durchgelootet. Dann, wo packen wir was rein? Hier, da passt bestimmt viel rein. Genau. Ich würde sagen, da entleeren wir mal alles. Wir bleiben mal hier über Nacht. Also ich schmeiße jetzt erstmal alles rein. Gnadenlos. Und räume dann nachher wieder um. Ja. Nee. Eins behalten. Nee, das behalten wir. Ach so, die Billigdinger können wir auch nehmen. Ha, jetzt ist das Ding ernsthaft voll. So, jetzt gucken wir mal hier kurz, was ich brauche. Und alles, was ich brauche, lasse ich erstmal in der Hand. Das brauche ich nicht. Frischer Darm, kann man den auch kochen? Wahrscheinlich, oder? Also ich frage das jetzt hier im Spiel. Nicht generell. Ja gut, 10 Kilo, das ist jetzt halt so. Irgendwas Akutes? Nochmal zum Verständnis. Diese 3 Kanister, die wir haben, sind alle gut gefüllt. Die kann man die kombinieren? Weiß ja nicht. Warte mal. Kann ich... Nein. Gut, ich glaube nicht, dass man da früher oder später Wasser... Schnee reinfüllen kann. Das wäre, glaube ich, ein bisschen am Ziel vorbei. Nein. Zum Petroleum-Benzinkanister. Okay, irgendwas mit 15? Wir machen erstmal schnell. Irgendwas mit 25? Also 16, 25. So, drehen wir wieder rum. Also 16 haben wir gesagt. 25 haben wir gesagt. Hey. Glückstreffer. Hope nobody needs this anymore. Wow. Jetzt haben wir noch mal einiges bekommen. Was steht denn hier? Na 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 na. Müssen wir hier doch noch mal genauer die Bude unter die Lupe nehmen. Also man kann hier verdammt lang suchen und immer noch was übersehen. Das geht hier ganz gut. So, das Fleisch muss ich irgendwann mal versorgen. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen.
Doch, Altholz habe ich ein bisschen. Aber ich will vorher noch das Ding hier zerlegen. Den Stuhl. Dann habe ich mehr Altholz. So. Denn dann wird's spannend. Meine Billigstreichhölzer kurz holen. Billigstreichhölzer. Die hier. Yep. Wir wollen ja nicht die guten verschwenden. Die brauchen wir vielleicht noch für den Staudamm. Nehmen wir diese blöden Zeitungen hier. So ein Holz und nichts. Right. Jetzt heißt es Daumen drücken. Komm. Brenne, 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 brenne. Burn. Please burn. Dann wird's gleich schön kuschelig hier drin. Come on. Jawohl, komm. Weiter, 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 weiter. Yes. Right. Also, Holz. Brennstoff hinzufügen. Brennstoff hinzufügen. Brennstoff hinzufügen. Brennstoff hinzufügen. Brennstoff hinzufügen. So, jetzt haben wir 2 Stunden 51. Jetzt müssen wir ein bisschen Reh abkochen. Garen. 2 Stunden 50. Ich glaube, das reicht. Ja. Und noch eins Garn. Ausgezeichnet, Freunde. Dann haben wir jetzt noch Fleisch. Ja, das erhitzen wir noch, weil wir so lustig sind. Oh. Herrlich dunkel. Ah, gut, jetzt haben wir natürlich auch noch eine Lichtquelle gleichzeitig. Das ist natürlich fein. Was haben wir jetzt noch? Eine Stunde 59. Was kann man damit noch anstellen? Wir haben keine Kanister. Das ist blöd. Wir haben eindeutig zu viel da reingeschmissen. Fällt mir mal so auf. Oh, und wir haben Wassermangel. Essen, halt. Doch, wir könnten das essen. Oh Gott, 600. Gut. Dann trinken wir das noch. Wow. So gut ging's uns selten. Ein bisschen müde sind wir. Aber ich wäre stark dafür, dass wir trotzdem noch hier den Stuhl zerlegen. Dann arbeiten wir nachts einfach ein bisschen. Das können wir uns ja erlauben. Doch, das können wir uns, obwohl. Haben wir noch ein Durstproblem. Naja. Aber wir bekommen ein bisschen Holz. Macht doch alles Sinn. 2 Altholz. 4. Das haben wir alles. 47 Minuten. Nö. Oh, das war natürlich besser gewesen. Tisch, 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 Tisch. Hey, wo ist der Tisch? Tisch. Tisch. Stunde 30. Nee, okay, dann belassen wir es dabei. Gut. Würde ich sagen, trinken wir das noch? Und dann gehen wir ins Bett. Halt, gehen wir nicht.
Ich muss jetzt hier noch gucken. Oh, 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 oh. Was haben wir? Was Entscheidendes vergessen. Nämlich, wir müssen noch ein bisschen ausladen. Achso, was machen wir denn eigentlich mit den Gedärmen? Aha, 5 Tage lang. Naja, legt man mal ab den Darm. So, 9 Stunden. Jetzt kriegen wir gleich ein enormes Flüssigkeitsproblem. Aber wie wir damit umgehen, sehen wir dann in der nächsten Folge von The Long Dark. Bis dahin. Tschüss und mal sehen, wie es wird. Oh mein Gott, jetzt wird's spannend. Ciao.